Hans-Jürgen Dürner und Reinhard Häfner haben heute bewiesen, dass sie als Lenker und auch heute als Kämpfer unersetzlich für die Dresdner Dynamo-Mannschaft sind. Hans-Jürgen Dürner als Kapitän, das Viertelfinale im Europapokal steht bevor. Wie sehen Sie es diesmal? Eigentlich ist die Ausgangsposition ähnlich. Zweiter in der Meisterschaft, im Pokal-Viertelfinale und nun im Europapokal als einzige DDR-Mannschaft. Ja, wir sind erstmal sehr stolz darüber, dass wir als einzige Mannschaft unsere DDR im Viertelfinale vertreten können. Aber wir wissen natürlich, dass im Frühjahr diese Aufgabe für uns also nicht leicht werden wird. Reinhard, Sie laufen auch gemeinsam mit Hans-Jürgen Dürner fast 15 Jahre einem Europapokal-Halbfinale hinterher. Verzagt man da oder hat man da immer noch Hoffnung und Mut? Also ich bin ganz ehrlich, im letzten Jahr mit dem Spiel gegen Rapid Wien, da sanken die Hoffnungen meinerseits jedenfalls, dass wir das hier schaffen können. Aber ich glaube, die Mannschaft hat heute gerade wieder bewiesen, dass sie in der Lage ist, hier in Dresden sehr guten Fußball zu bieten. Und wir liebäugeln doch etwas mit dem Halbfinale. Ich würde sagen, kommen Sie beide gut über den Winter. Und ich bin einer derjenigen, der mit Ihnen hofft, dass Sie das Halbfinale erreichen werden. Schönen Dank. Dankeschön. Danke auch. Danke. In der Kürze liegt die Würze. Alles Gute. Ebenfalls schöne Weihnachten.